Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Wir sind in einem Irrenhaus, schon wie in letzter Folge, und versuchen gerade herauszufinden, wie wir eine Rauchbombe bauen können. Wir haben hier ein bisschen Pottasche abgemischt, die wir jetzt irgendwie wahrscheinlich verbinden müssen mit dem Wasser und dem Chlor. Aber ich habe noch keine Ahnung wie. Wir haben vorhin mit der Waage gespielt und haben abgewogen, was wir abzuwiegen hatten. Ihr Labor scheint voll ausgerüstet zu sein. Wenn es sein muss, kann ich Ihre Geräte benutzen. Nämlich die Pottasche. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen muss. Wenn wir alles zusammengemischt haben, haben wir hier auch unsere Art Schleuder, Katapult, was auch immer. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Keine Ahnung. Nein. Das System verweigert mir gerade den Dienst. Eine Waage, das kann ich nicht gebrauchen. Nicht mehr. Zumindest nicht in dieser Form. So hatten wir es abgewogen. Eine Waage, das kann ich nicht gebrauchen. Ja, jetzt nicht mehr. Sag ich ja. Welche Option habe ich denn noch? Eine Waage, das kann ich nicht gebrauchen. Ja gut, dann nicht. Irgendwas anderes muss es hier noch geben, was wir miteinander kombinieren können, weil sonst wird's schwierig. Also, wir wissen, dass wir eine Rauchbombe bauen wollen. Wir wissen, dass wir dafür Chlor, Wasser und Pottasche brauchen sollen. Die Brille kann ich für nichts weiter verwenden. Gehört eh einer fremden Person. Gut, sagen wir mal, wir schauen einfach mal da drüben nach, wo wir die Pottasche gefunden haben. Würdest du mal darüber gehen? Dankeschön. Störrischer Mann. So, da haben wir die Pottasche her. Die können wir nicht mehr aufnehmen. Da ist hier noch sowas. Also hätten wir uns die ganze Sucherei sparen können. Bei der Frau Müller, Fräulein Müller. Na toll. Ach nee, das war ja das. Oh Gott, Demenz. Nein, das war gerade das Symbol. Oh, okay, das war das Symbol, was wir sowieso im Inventar hatten. Nicht irgendwo auf dem Schrank liegend. Ja, manchmal zweifle ich an mir selbst. Und das auch noch zurecht. So. Wir haben nur diesen einen Schlüssel. Ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir, und das gucke ich mal nach, unter der Küche sind. Ja, Treppe rauf, Treppe runter. Ich würde gerne hier hingehen. Ne? So, da, nein, andersrum, hier unten hingehen. Oh ja, Moment. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. Wir haben den Bäcker ja schon entsprechend versorgt. Und die anderen Wachleute weggeschickt. Richtig. Und neben Gerdas Zimmer gibt es eine Küche. Das bedeutet, wir werden jetzt zu Bäcker nochmal gehen. Wir werden gehen, damit wir auch alles sehen können. Nicht, dass wir nochmal irgendwas hier nebenbei erkennen können. Und wenn wir dann bei Bäcker sind, dann können wir von da aus weitermachen. Hier die, wie hieß sie noch? G. Bertha. Die Bertha, die wird uns nicht helfen. Die ist irgendwo in Trance und wahrscheinlich geistig abwesend. Hier unten dürfte sonst kein Wachmann sein. Die haben jetzt alle gerade zu tun, die Vögel einzufangen. Mit ihm hatten wir schon zu tun, oder? Der Aufseher ist weg. Ah, da bin ich aber froh. Aber Sie sind kein Aufseher? Nein, guter Mann, das bin ich nicht. Ich komme aus London und führe Untersuchungen im Zusammenhang mit Privatklagen wegen Unterschlagung gegen diese Einrichtung durch. Sie sind den ganzen Weg aus London gekommen. Warum sollte jemand freiwillig an diesen gottverlassenen Ort kommen? In der Tat, ich komme eben aus London und meine Gründe werden bald klar. Hören Sie mir zu. Ich weiß, dass Sie nicht hierher gehören.
Sie sind nicht verrückt, nur das Opfer einer Falle, die nur die erfahrensten Spezialisten auflösen können. Was noch wichtiger ist, Sie sind der einzige Mensch hier, der mir die Informationen geben kann, die ich brauche. Wenn Sie mit mir sprechen könnten, sofern Ihre Schmerzen nicht wieder auftreten, wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Aber wer sind Sie? Jemand, der Ihnen die Freiheit garantieren kann, wenn ich meine Ziele erreiche. Aber ich habe nur wenig Zeit und Sie müssen mir genau zuhören. Haben Sie das Personal oder andere Insassen über irgendwelche verdächtigen Aktivitäten sprechen hören? Außer den schrecklichen Misshandlungen, denen Sie alle durch das Personal ausgesetzt waren? Sie sind also vom britischen Zoll. Sie interessieren sich wohl für die Ankunft illegaler ausländischer Verrückter in Ihrem Land. Wieso sagen Sie das? Vor einiger Zeit holten Sie alle Ausländer aus Ihren Zellen und man hat sie nie wieder gesehen oder gehört. Vielleicht wurden sie in Ihr Land gebracht, ohne die üblichen Formalitäten? Die Ausländer, woher stammten die? Ich weiß es nicht genau, denn merkwürdigerweise freundeten sie sich nie mit den übrigen Insassen an. Sie kamen regelmäßig. 1 bis 2 Männer pro Monat. Sehr merkwürdig. Haben Sie untereinander geredet? Ich konnte hören, wie Sie versuchten, miteinander zu reden. Aber es schien, als würden Sie sich nicht verstehen. Als ob jeder einen anderen Dialekt sprach. Auch schien keiner von Ihnen im geringsten verrückt. Und dann war da noch ein anderes merkwürdiges Ereignis. Sie waren unten. Es war kurz vor Ihrer Abfahrt. Ich habe mich bemüht, Sie zu belauschen und konnte Ihre Unterhaltung kaum hören. Diesmal schienen Sie alle in derselben Sprache zu sprechen. Und was noch merkwürdiger ist, Sie schienen immer wieder alle dasselbe zu sagen. Sie müssen sich jetzt ausruhen. Aber geben Sie die Hoffnung nicht auf. Ich werde Ihnen helfen. Ich fürchte, ich muss Sie jetzt verlassen. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, kommen Sie jederzeit vorbei. Der scheint ja wirklich sehr beim Verstand zu sein. Das irritiert mich jetzt schon ein bisschen. Ach, jetzt kann ich den Wagen mitnehmen. Großartig. Ich hoffe mal, dass der Wachmann jetzt nicht irgendwo nochmal um die Ecke auftaucht und uns das Leben schwer macht. Eva, hallo Eva. Eva ist nicht zu Hause. So, wir fangen da unten in der Ecke an und schauen mal nach. Da irgendwo. So, jetzt können wir da hingehen. Nein, können wir nicht. Gleiches Dilemma hier. Wir können zwar hinlaufen, aber keiner kann von denen mit uns sprechen. Eva wollten wir nicht besuchen. Wir haben hier jetzt mehrere Türen. Sehr gut. Kann man doch bestimmt genauer sehen, bevor man sie antatzt. Klassenzimmer. Wer wird denn da unterrichtet? Unmöglich. Aus welchen Gründen? Dieses Schloss ist zu kompliziert für dieses Werkzeug. Das sind Schlüssel. Es ist ja auch egal. Dieses Schloss ist zu kompliziert für dieses Werkzeug. Okay, ich habe anscheinend nur noch die falschen Schlüssel. Wir versuchen nochmal den Löffel. Dieses Schloss ist zu kompliziert. Hab ich mir gedacht. Okay. Ich bin bereit, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich kenne noch einen anderen Weg, zumindest glaube ich es zu wissen. Denn es gibt hier unten noch diese lustigen kleinen Hebelchen, die bestimmt irgendwelchen Auswirkungen folgen, wenn man an denen dreht. Man braucht 2 Personen, um das zu benutzen, und ich bin allein. Was jetzt? Ich muss etwas erfinden, um den Hebel aus der Entfernung benutzen zu können. Diese Hebel sind gut geölt. Gut geölt. Was könnten wir denn da... Ich markiere das mal und mache das da dran. Ich halte es nicht aus, das funktioniert. Wägelchen irgendwie damit kombinieren? Unmöglich. Amboss damit kombinieren? Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Okay, übersteigt gerade meine Rätselfreudigkeit. Ich schau mal nach, was wir hier drin haben. Also, im Prinzip... Na, gehst du zurück?
So, im Prinzip muss ich dann dieses Körbchen füllen. Dann geht nämlich hier vorne die Tür zu und hinten die Tür auf. Wetten, wenn ich jetzt mal dran ziehe als Test. Die einzige Lösung besteht darin, eine Methode zu finden, mit der ich diesen äußeren Hebel herunterdrücken kann, wenn ich zwischen den beiden Toren bin. Ja, habe ich verstanden. Wir machen das Tor nochmal auf. Man braucht zwei Personen, um das zu benutzen. Und ich bin allein. Was jetzt? Ja, hatten wir schon geklärt. Ich brauche sowas wie ein Seil oder ähnliches. Irgendeine Möglichkeit, das Gewicht in diese Schale hier zu das tun. Das kann ich nicht. Aber ich muss das doch irgendwie kombinieren können. Irgendwas muss ich doch tun können. Vielleicht kann ich die Perücke irgendwie dran festknoten. Nein. Okay. Wir haben noch eine andere Möglichkeit. Die nächste. Wir könnten, und das mache ich jetzt am besten mal mit Schnellreise, weil sonst werde ich wahnsinnig hebelig hier dabei. Mit Verlaub, wir starten hier durch. Wir stören die anderen nicht beim Fangen. Ich muss diesen Drachen dazu bringen, dass er geht, damit ich in Ruhe die Küche untersuchen kann. Wenn ich Rauch erzeugen könnte, würde sie vielleicht in Panik geraten und aus Angst vor einem Feuer hinausrennen. Okay, wir gehen nochmal hier an dieses Fenster. Und können das da tatsächlich nicht irgendwie zusammenknüppeln. Hier Gegenstände mischen. Stand da nicht irgendwie Pottasche, Chlor und Wasser? Hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ich muss ihr Fassungsvermögen so genau wie möglich berechnen, wenn meine Rauchapparatur funktionieren soll. Deine Rauchapparatur? Wieso Apparatur? Muss ich die Flasche irgendwie abmessen oder sowas? Nein, auch nicht. Ich glaube, ich bin gerade überfordert. Das Rätsel ist mir erstmal noch komplett schleierhaft. Na, weitergehen. Weitergehen. Sherlock Holmes, bitte weitergehen. Nicht stehen bleiben. Hier ist erstmal gar nichts zu finden. Sind die eigentlich immer noch Vögel am Fangen? Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht hier, weil da bringen sie die Vögel, die sie gefangen haben, wieder hin. Wenn überhaupt. Kann ich mit einem der anderen Gefangenen sprechen? Hier die Dame vielleicht, nein. Die jetzt die Vögel vermisst. Der andere Typ, der ist ja geflohen. Der hat die Zeit genutzt. Da unten kniet noch jemand und putzt den Boden. Falsche Seite, Entschuldigung. Nein, redet auch nicht mit uns. Und in der Ecke müsste noch jemand sitzen und darauf warten, dass man sie anspricht. Das ist, glaube ich, die Dame, die bei unserem Besuch bei dieser Institution ihre Eltern sehen durfte. Nein, auch hier gibt es kein Weiterkommen. Ob die Fräulein Müller noch irgendetwas in ihrem Zimmer hat? Das war hier unten. Fräulein Müller scheint nicht besonders begabt zu sein. Kunst im Blut kann wahrhaftig die merkwürdigsten Formen annehmen. Ich sehe jetzt auch nicht mehr, was ich sonst noch hier bei der Dame mitholen könnte. Also ihre Habseligkeiten haben wir doch schon zu Genüge geplündert. Und warum man die Fräulein Müller nicht mag, weiß ich auch nicht. Hat auch noch nicht irgendwie mitgeteilt. Oh, das sieht aus, als könnten wir einen anderen Blickwinkel erhaschen. Ja, nee, nur einen anderen Raum. Anderer Blickwinkel. Kamin, sie steht auf kleine Elfenkinder. The Shamrock, okay, sagt mir nichts. Aber ich muss nicht alles kennen und wissen. Noch mehr Elfenkinder.
oder Feen oder was auch immer das sein soll. Eine große Schatztruhe, ein Fenster, etwas Licht. Nö, das sieht jetzt nicht so erquicklich aus. Kann ich die Pottasche hier mit diesem Zeug verwenden? Das wäre mal eine Idee, ja? Genau, und Wasser. Ja, weiß ich. Scheinbar nicht. Kann ich das? Hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ja, danke. Wasser. Wasser. Ja, wunderbar. Wir haben Wasser gefunden, wir haben Chlor, wir haben Pottasche. Andersrum, so muss ich es auch machen. Dankeschön. Und wir haben keine Idee, zumindest ich nicht. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Wie ich dieses Mischungsverhältnis A erstellen soll, weil ich hier gar keinen Anhaltspunkt dafür habe. Und B, in welches Gefäß ich das tun soll. Na gut, vielleicht hat die noch mal einen kleinen Tipp für uns. Nein, sie spielt mit ihrer Puppe und tanzt vor sich hin. Fest verschlossen. Das heißt, auch hier kriegen wir die Rauchbombe nicht aktiviert. Ah, der redet nicht mit uns. Bei dem Schlafenden handelt es sich auch um jemanden, der nicht mit uns redet. Der ist wohl noch länger betäubt. Auch nach Stunden wacht er nicht auf. Huh. Und hier gibt's nur diese Waage. Eine Waage? Das kann ich nicht gebrauchen. Und als abzuwiegendes Objekt habe ich das Rolltischlein. Eine Waage? Das kann ich nicht gebrauchen. Eine Waage? Ja, das kann ich nicht gebrauchen. Ja, danke. Das haben wir schon mitgekriegt. So. Das Rolltischlein. Kann das hier irgendetwas? Außer zum Beispiel mein Inventar zu verstopfen. Nö, kann es nicht. Das Zeug benutzen können wir auch nicht. Ich trampel nochmal über die schlafende Leiche daher. Wunderbar. Schade, man kann es nicht lesen. Na gut. Auch hier. Leider zu klein geschrieben. Ich kann es nicht lesen. Schade nochmal. So, dann denken wir nochmal nach. Was haben wir für Möglichkeiten? Jetzt laufe ich schon die ganze Folge hier durch und habe nicht einen kleinen Schritt geschafft nach vorne. Doch, einen klitzekleinen. Ich habe wiederholt mit dem Bäcker gesprochen. Beim Bobbele. Und kann mit Fug und Recht behaupten, er hat uns die ersten Informationen für weitere Gefangene gegeben, die davon transportiert wurden. Ja, da haben wir dann die Wasseranschlüsse, die helfen uns nicht weiter. Jetzt sind wir gleich wieder bei Bobbele und Bertha. Bertha? Bertha! Dann eben nicht. Ich hätte jetzt eine Brille gegeben. Kann ich den Tisch hiermit verwenden? Das kann ich nicht. Kann ich was anderes? Und das ist jetzt ganz gut, weil wir haben oben den Hebel, unten die Unmöglich. Schlaufe. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Hier ist eine Flasche mit ausreichend... Ja. Das kann ich nicht. Ausreichend Wasser, Pottasche. Unmöglich. Löffel, Pottasche. Eigentlich bräuchte ich jetzt irgendwas, was leer wird. Das kann ich nicht. Oder voll oder so ähnlich. Damit dieser Hebel runtergezogen werden kann. Aber ich weiß nicht was. Es gibt eigentlich nichts, was ich hier antun kann.
Hey, probier mal. Nein, ich war nie dort. Aber ich weiß, dass Dr. Gygax immer einen Aufseher mitnimmt, um die Hebel zu bewegen. Ja, danke. Großartig. Eva, Waschküche. Unmöglich. Und genauso ins Klassenzimmer können wir nicht rein. Ansonsten gibt es hier an der Seite nichts. Das ist fast schon enttäuschend. Bauer! Na, ist schon ausgebüxt. Hier ist auch niemand. Und hier haben sie zugemauert. Und ich habe so ziemlich alles in das Ding reingestopft, was ich habe. Bis auf diese Zange. Unmöglich. Den Löffel. Ich brauche etwas. Ach Leute, da, Tisch nach unten drunter. Na großartig. Okay. Kann ich jetzt hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ja, Korkflasche. Das kann ich nicht. Potasche. Unmöglich. Amboss. Oh ja. Ja, ich komme voran. So, wir könnten jetzt da reingehen und von hier aus müssten wir den Wagen wegziehen. Ich brauche etwas. Wie könnten wir dafür sorgen, dass wir den Wagen wegziehen können mit einem Seil oder so ähnlich? Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Ich brauche Wahrscheinlich etwas. Wahrscheinlich ist das, was wir brauchen, noch irgendwo oben bei der Köchin. Ich brauche etwas. Also, brauchen wir irgendetwas für unser Mischungsverhältnis? Ich weiß, das habe ich schon 20 Mal probiert, aber das ist so eine erste Anzeichen, die ersten Anzeichen von Irrsinn. Ich versuche sowas nochmal und nochmal und nochmal. Gut, das Problem dabei ist, manchmal triggert man was und schaltet was frei, wenn man hier ein Wägelchen gestellt hat zum Beispiel. Schon kann man wieder andere Sachen kombinieren. Ich habe noch eine Idee. Also jetzt war gesagt, wir müssen diesen Drachen aus der Küche vertreiben. Ich muss eine Rauchapparatur bauen. Dazu brauche ich Wasser und ein paar Chemikalien. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du genau diese Materialien hast und die nur noch zusammenmischen musst? Hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ich muss ihr Fassungsvermögen so genau wie möglich berechnen, wenn meine Rauchapparatur funktionieren soll. Hier ist aber nichts, gar nichts, was ich noch mitholen kann. Zumindest fällt mir nichts auf. Küche, Rauchapparatur. Ich kann hier auch nichts aufbauen wie unten. So, unsere junge Gefangene möchte auch nicht mehr mit uns reden. Zu den Vögelchen in den Käfig kommen wir nicht. Und sie ist am Verzweifeln. Oh, Fräulein Müller und die Wärter sind alle davon geeilt. Ich habe hier ganz viel Wasser. Aber irgendwo muss da noch ein Gefäß sein. Oder irgendwas habe ich falsch gemacht, dass ich nicht kombinieren kann. Was könnte fehlen? Was könnte fehlen? Durch diesen Gang kommen wir nicht. Da ist dann bei der Gerda Schluss. Im Labor haben wir ziemlich alles mitgenommen. Das Einzige, was da noch ist, sind die Apparaturen, die uns aber nicht mehr weiterhelfen. Ihr Labor scheint voll auf. Genau, das hat er schon öfter gesagt. Ein ausgerüstetes Labor. Aber ich kann hier nichts mehr mitholen.
Ihm können wir nichts wegnehmen, auch wenn er jetzt schon betäubt ist. Hier ist auch nichts mehr. So, Freunde, was fehlt mir? Was fehlt mir? Hier kann ich auch nichts anklicken. Bei dem Wasserwerkeln fehlt mir auch nichts. Da habe ich nämlich auch schon alles mitgeholt. Die Stangen kriege ich ja nicht mehr. Der eine ist schon betäubt, also soweit alles gut. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Gibt es eine Möglichkeit, hier diesen Wagen zu fahren, zu bewegen, während ich auf der anderen Seite stehe? Hier ist stehe? Eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ich muss hier fast... Ja, das... ich muss das andere in die Hand holen. Der wird dann extrem nervig, wenn er das tausendmal sagt. Diese Hebel sind gut geölt. Gut geölt. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Schwarzes Edelweiß. Gibt es sonst noch irgendetwas, was wir uns zusammenreimen können? Außer das, was der Herr Bäcker gesagt hat, nämlich, dass ein zweites Paar Hände nötig war. Zumindest, wenn der Doktor selbst hier durch wollte. Haben Sie etwas Neues erfahren? Haben Sie etwas Neues erfahren? Nein, immer noch nicht. Dankeschön. Unmöglich. 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 Jawohl, das kennen wir schon. Löffel funktioniert nicht. Schlüsselbund funktioniert nicht. Brille funktioniert nicht. Unmöglich. Ich hätte es vermutet, vielleicht gibt es noch irgendwo ein Seil oder irgendwas in der Richtung, aber hier ist wirklich tote Hose. Ich kann ihm ja noch eine Brille anbieten. Würdest du mal darüber gehen? Na? Ja, einen Schritt mehr, dankeschön. Wegfindung, ich sag euch, die Wegfindung da ist leider verbesserungswürdig. Haben Sie etwas Neues erfahren? Nein. Vielleicht kann ich ihm trotzdem ein paar tolle Sachen anbieten. Haben Sie etwas Neues erfahren? Schluck Wasser zum Beispiel. Hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Haben Sie etwas Neues erfahren? Haben Sie etwas Neues erfahren? Nein. Edelweiß vielleicht. Haben Sie etwas Neues erfahren? Chlor. Haben Sie etwas Neues erfahren? Haben Sie etwas Neues erfahren? Kann ich das auslöffeln? Ich weiß, ich habe schon 30 Mal probiert. Schieblehre hilft uns auch nicht weiter. Hey, du! Ja, du! Nein, die redet nicht mit uns. Wie schaffe ich es, diese Komponenten zusammenzuschütten? Oder anders gefragt, was fehlt mir noch? Weil mit der Waage haben wir gespielt. Da haben wir das Pottasche-Zeug draufgestellt. Eine Waage, das kann ich nicht gebrauchen. Und hat funktioniert. Irgendwas hat er danach gemacht und schon... Eine Waage, das kann ich nicht gebrauchen. Kommen wir nicht mehr weiter. Das ist... Naja, wie dem auch sei, ich weiß es im Moment nicht. Ich hoffe, in der nächsten Folge haben wir mehr Glück und wir finden was raus. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.